Hallo zusammen und willkommen. Wer sich Menschen im höheren Alter anschaut, erkennt meist sehr schnell, wer noch ein natürliches Gebiss hat und wer nicht. Die natürlichen Zähne nehmen abhängig von den Lebensgewohnheiten im Laufe des Lebens eine gelbliche Verfärbung an. Ein neues Gebiss ist meistens auffallend hell. Die Veranlagung für Zahnverfärbung ist individuell und daher sind die Zahnverfärbungen unterschiedlich stark ausgeprägt. Sie werden zum einen vom Zahnmaterial selbst, zum anderen von der Zahnpflege, der Ernährungsweise und dem Lifestyle beeinflusst. Die äußerlichen Ursachen von Verfärbung an den Zähnen können in Nikotin, Kaffee und Schwarztee, Rooibos-Tee, säurehaltigen Fruchtsäften, Rotwein oder roten Traubensaft liegen. Auslöser für solche Verfärbung sind manchmal aber auch spezielle Mundwasser, in denen Zinnfluorid oder Chlorhexidin enthalten sind. Auch diese erzeugen äußerliche Verfärbung. Es gibt aber auch intrinsische bzw. innerliche Ursachen für Zahnverfärbung. Dazu gehören beispielsweise die natürliche Alterung der Zähne, Krankheiten wie Karies oder andere Zahnschäden. Diese können beispielsweise durch einen Unfall mit Zahnschäden entstehen. Schmelzmissbildungen bei Kindern, Wurzelbehandlungen oder Fluoridüberdosen in der Zahnentwicklung können ebenfalls Zahnverfärbung nach sich ziehen. Was kann man tun gegen diese Zahnverfärbung? Neben professionellen Bleachings beim Zahnarzt oder aufhellenden Zahnpasten, zu denen wir aber später noch kommen, erfreuen sich zahlreiche Hausmittel bei Zahnverfärbung großer Beliebtheit. Die besten davon stellen wir dir im heutigen Video vor. Noch besser als jedes Hausmittel wäre allerdings die Vorbeugung, also der Verzicht auf die stark verfärbenden Substanzen wie eben Nikotin, Rotwein, Kaffee oder Schwarztee. Es gibt schließlich Alternativen wie Grüntee, Weißtee oder Getreidekaffee. Kommen wir nun aber zu einigen bewährten Hausmitteln im Kampf gegen Verfärbung. Nummer 1 Aktivkohle. Aktivkohle kann dank ihrer speziellen molekularen Struktur einiges gegen Zahnverfärbung ausrichten. Sie kann zumindest die außen aufliegenden Verfärbungen an sich binden und entfernen. Die pulverisierte Aktivkohle wird einer selbst hergestellten Zahncreme, einem Zahnputzpulver oder dem Mundwasser beigemischt. Wichtig ist, die verfärbten Zähne regelmäßig damit zu bearbeiten. Nummer 2 Kurkuma-Pulver. Kurkuma-Pulver kann nicht nur als Gewürz in der Küche dienen, sondern auch als Zahnpflegemittel gute Dienste leisten. An sich ist die Kurkuma-Wurzel dafür bekannt, alles intensiv gelb zu färben, womit sie in Berührung kommt. Der indische Safranreis verdankt seine intensive Farbe nämlich dem Kurkuma und nicht dem teuren Safran. Kurkuma-Pulver kann aber trotz der hohen Farbkraft auch als Zahnreinigungspulver verwendet werden. Bei regelmäßiger Verwendung als Zahnreiniger werden die Zähne sichtbar heller. Nicht verwenden solltest du Kurkuma-Pulver, wenn du durch deinen Zahnarzt Kenntnis über Schäden in deinem Zahnschmelz hast. Bei schadhaften Zähnen kann das Kurkuma-Pulver manchmal eine entgegengesetzte Wirkung entfalten. Es kann die ohnehin verfärbten Zähne noch gelber färben. Nummer 3 Natron bzw. Natriumhydrogencarbonat. Natron bzw. Natriumhydrogencarbonat ist wegen seiner Vielfältigkeit in fast jedem Haushalt vertreten. Auch für die Körperpflege ist es unverzichtbar. Wer seine verfärbten Zähne zweimal oder dreimal monatlich mit feinem Natronpulver oder Backpulver putzt, hält diese auf. Vorsicht ist aber dennoch geboten. Das weit verbreitete Kaisernatron ist zu grob pulverisiert. Es könnte daher zu Zahnfleischreizung führen. Um es feiner zu bekommen, kann es im Mörser nachgearbeitet werden. Dann wird das Natron einfach auf eine befeuchtete Zahnbürste aufgetragen. Nummer 4 Salbei. Salbei ist nicht nur als Tee gegen Halsentzündung oder als delikates Küchenkraut bekannt, sondern auch ein wunderbarer Aufheller für äußerlich verfärbten Zahnschmelz. Dazu solltest du regelmäßig ein frisches Salbeiblatt zerkauen. Das frischt den Atem auf, reinigt die Zähne und kräftigt zugleich das Zahnfleisch. Nummer 5 Zitronensaft. Auch mit Zitronensaft können Zahnverfärbungen behoben werden. Der saure Saft enthält viel natürliche Zitronensäure, die in kristalliner Form auch zum Putzen des Bades verwendet wird. Zum Aufhellen von Haaren oder Zähnen ist Zitronensaft ebenfalls geeignet. Es kostet zwar etwas Überwindung, gelegentlich in eine Zitronenscheibe zu beißen, aber es hilft. Die Alternative liegt darin, sich die Zähne mit etwas Zitronensaft einzureiben. Vorsicht ist hierbei geboten, denn Zitronensäure greift den Zahnschmelz an. Daher solltest du die Zitronensaftanwendung auf verfärbten Zähnen nicht unmittelbar vor dem Zähneputzen ausführen, sondern eher zwischen den Mahlzeiten oder eine halbe Stunde vor dem Zähneputzen. Auf keinen Fall sollte Zitronensaft und Backpulver bzw. Natron kombiniert werden, wie es vielfach empfohlen wird. Davon wird der Zahnschmelz zu stark angegriffen.
Nummer 6. Öl. Mancher schwört auf das Ölziehen, das ursprünglich aus dem Ayurveda stammt. Das im Mund minutenlang hin und her bewegte Speiseöl reinigt die Zahnzwischenräume. Es bindet Bakterien, Essensreste und äußerliche Verschmutzung an sich. Am Schluss des Prozederes wird das verunreinigte Öl entsorgt. Der Mund kann nun ausgespült und die Zähne können geputzt werden. Nummer 7. Bananenschalen oder Orangenschalen. Bananenschalen oder Orangenschalen enthalten nicht nur leckere Fruchtinhalte, sondern auch Säuren, Mineralstoffe und andere Substanzen, die der Zahnreinigung zugeführt werden können. Statt die überflüssig gewordenen Obstschalen nach dem Abpellen zu entsorgen, können Menschen sie zum Abreiben der verfärbten Zähne benutzen. Dabei wird die Innenseite der Schale gegen die Zähne gerieben. Das hält die Zahnoberfläche auf, zumindest wenn diese extrinsische Verfärbung aufweisen. Nummer 8. Erdbeeren. Auch mit Erdbeeren können Verfärbungen angeblich verringert werden. Dazu muss einfach etwas von dem säurehaltigen Fruchtfleisch einer vollreifen Erdbeere auf der verfärbten Zahnoberfläche verrieben werden. Auch hier gilt aber, dass das Zähneputzen wegen der Fruchtsäure erst nach 30 Minuten erfolgen sollte, damit der Speichel die Zähne ausreichend remineralisieren kann. Nummer 9. Käse. Wenn sich in deinen Augen all diese Tipps als Käse erweisen, solltest du es einmal mit Cheddar-Käse versuchen. Verzichte öfter mal auf die süßen Desserts und iss stattdessen etwas Käse zum Nachtisch. Dieser enthält neben Protein auch Calcium und Phosphor, die das Zahnmaterial kräftigen und gut gegen Zucker- und Säureangriffe auf die Zahnoberfläche sind. Säuren wiederum können Verfärbung an den Zähnen begünstigen. Daher ist eine Remineralisierung durch Käse, speziell Cheddar, sinnvoll. Nummer 10. Apfelessig. Das Multitalent Apfelessig kann mit Backpulver oder fein gemörsertem Kaisernatron zu einer Paste vermengt werden. Diese wird einfach auf die befeuchtete Zahnbürste aufgetragen. Das Natron reinigt zusammen mit den Säuren im Apfelessig die äußerlich verfärbten Zähne. Auch hier solltest du beachten, dass die Zähne remineralisiert werden müssen und das eigentliche Zähneputzen daher um eine halbe Stunde verschoben werden sollte. Nummer 11. Kokosöl. Kokosöl gilt bei vielen, die es wissen müssen, als Insider-Tipp unter den Hausmitteln, die gegen Zahnverfärbung eingesetzt werden können. Dank seiner antibakteriellen Inhaltsstoffe kann Kokosöl Bakterien im Mund abtöten und so Schaden vom Zahnmaterial und vom Zahnfleisch abhalten. Als Nebeneffekt kann das Kokosöl auch für ein strahlend weißes Lächeln sorgen. Die Grundvoraussetzung dafür ist eine regelmäßige Anwendung. Dafür sollte das Kokosöl morgens auf nüchternen Magen in der Menge von einem Esslöffel im Mund zerschmelzen. Danach wird im Grunde das bereits beschriebene Ölziehen durchgeführt. Nach etwa 10 bis 15 Minuten wird das Kokosöl ausgespuckt und der Mund mit warmem Wasser ausgespült. Im Anschluss können die Zähne ganz normal geputzt werden. Um die Zähne wieder weiß zu bekommen, muss diese Anwendung mindestens 20 Tage in Folge durchgeführt werden. Nummer 12. Basilikum. Speziell das indische Basilikum soll die Kraft besitzen, das verfärbte Zahnmaterial vor Zahnfleischerkrankungen wie Zahnfleischwund bzw. Parodontitis zu bewahren. Als Nebeneffekt hält es auch die unschöne Verfärbung an den Zähnen auf. Um das indische Basilikum verwenden zu können, müssen einige Blätter des Basilikums mehrere Stunden in der Sonne getrocknet werden. Danach werden sie in einem Mörser pulverisiert und in etwas Zahnpasta gemischt. Damit sollten die Zähne wie gewohnt geputzt werden. Nummer 12. Apfel. Eine andere Methode der natürlichen Zahnreinigung wird mit einem knackigen Apfel umgesetzt. Äpfel enthalten beim Kauen eine ähnliche Abriebwirkung wie Zahnbürsten. Das Kauen eines Apfels reinigt die Zähne. Die Inhaltsstoffe von Äpfeln hellen nebenbei die Zähne auf. Um den Effekt sichtbar zu machen, musst du aber regelmäßig ein oder zwei Äpfel am Tag essen. Das hält nicht nur gesundheitlich fitter als Süßigkeiten, sondern es entfernt auch noch nach und nach den Gelbstich auf deinen Zähnen. Wichtig ist hier das besonders gründliche Kauen. Das ballaststoffreiche Fruchtfleisch muss ausreichend lange auf die Zahnoberfläche treffen können, um seine reinigende Arbeit verrichten zu können. Statt eines Apfels kannst du aber auch andere knackige Gemüse wie Karotten oder rohen Brokkoli kauen. Und wenn alles nicht nützt, dann muss wohl die Profimethode helfen. Aufhellende Zahnpasten versprechen meistens mehr, als sie halten können. Zahnweißpasten enthalten meist nur Schleifkörper. Diese sollten verfärbte Zahnbelege auch nach und nach abschleifen. Bei heutigen Zahnpasten dieses Typs ist die Abriebwirkung aber geringer als früher. Die enthaltenen Schleifkörper sind feiner. Eine gelegentliche Nutzung ist in Ordnung, aber der Effekt ist eher mittelmäßig.
Das Geld kannst du also gut einsparen. Das chemische Bleichen solltest du nie ohne Rücksprache mit deinem Zahnarzt durchführen. Wichtig zu erwähnen ist nämlich, dass nicht alle Zähne gleichermaßen geeignet für ein eigenmächtiges Bleaching sind. Karies, freiliegende Zahnhälse oder Zahnfleischbluten wären zum Beispiel eine Kontraindikation. Wissen solltest du auch, dass chemisches Bleaching nur bei extrinsischen, also durch äußere Einflüsse entstandener Verfärbung hilft. Die Verfärbung an einem wurzelbehandelten Zahn kann nur der Zahnarzt entfernen, beispielsweise durch eine Bleichmittelinjektion. Kronen und Brücken, die im Sichtbereich verfärbt sind, werden durch Bleachingmittel nicht gebleicht. Im Gegenteil kann es sehr unschön aussehen, wenn die eigenen Zähne durch Bleaching aufgehellt wurden und die Kronenverblendung verfärbt bleiben. All das sollte zunächst Gespräch beim Dentisten sein. Die chemischen Bleaching-Produkte aus den Apotheken oder Drogeriemärkten sind als Gel, Folienstripes, Lack oder mit Bleichmittel versehene Schienen im Handel. In allen ist der bleichende Wirkstoff Carbamidperoxid enthalten. Er besteht aus Carbamid sowie einem geschmacksneutralen Trägergel und Wasserstoffperoxid. Letzteres sorgt für die Aufhellung der Zähne. Dabei dringt der Wirkstoff in den Zahnschmelz. Dort setzt er Sauerstoffradikale frei. Diese sind in der Lage, färbende Stoffe chemisch zu verändern bzw. zu oxidieren. Die äußerlichen Verfärbungen lösen sich dadurch auf. Normal ist, dass die Zähne durch Bleaching-Produkte vorübergehend empfindlicher werden und auf Wärme- und Kältereize reagieren. Die Anwendungszeit beträgt etwa 4 Wochen. Bessere Ergebnisse erzielt allemal ein professionelles Bleaching bei deinem Zahnarzt. Er darf nämlich weitaus kraftvollere und konzentriertere Carbamid-Peroxid-Bleichmittel anwenden. Außerdem kann es damit versetzten Zahnschienen perfekt angepasst werden, was bei den käuflichen Bleaching-Zahnschienen nicht gegeben ist. Diese verursachen oft freibleibende Stellen an Backenzähnen, die eben nicht mitgebleicht wurden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.